Tag des offenen Denkmals. Kultur in Bewegung, Reisen, Handel und Verkehr. So lautet das diesjährige Motto des bundesweiten Tages des offenen Denkmals. Der Bauhistoriker André Lutze und Mitarbeiter der Denkmalschutzbehörde gaben heute bei einem Pressegespräch einen kleinen Abriss über die Veranstaltung am 12. September. Zahlreiche historische Speicher- und Wohnspeichergebäude in der Innenstadt können am Tag des offenen Denkmals besichtigt werden, darunter unter anderem der Speicher in der Baderstraße 25 und die Giebelhäuser am Markt 13. Während eines Stadtrundganges können auch Denkmale besichtigt werden, die sonst nicht allgemein zugänglich sind. Traditionell zum Tag des offenen Denkmals wird außerdem das Jahresheft 2010 der Schriftenreihe Greifswalder Beiträge mit dem Thema Europäische Route der Backsteingotik vorgestellt. Weitere Informationen zu den einzelnen Programmen und Besichtigungen erhalten Sie unter der unten eingeblendeten Internetadresse.